Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Speaker-Events für die Mensch-Tier-Beziehung der neuen Zeit. Ja, heute habe ich eine ganz, ganz süße Gästin. Ich bin ganz begeistert, wie sie hier, wie die Sonne reingekommen ist in den Raum. Die Elke Barz. Sie ist Expertin für die Mensch-Tier-Beziehung, und auch für die Tiergesundheit. Also zwei ja, Bereiche, die jetzt nicht unbedingt immer so abgedeckt werden, aber was es umso spannender macht, ne, dass so diese Kombi da ist. Und ich bin sehr gespannt, weil sie jetzt auch noch ein ganz besonderes Thema hat. Und zwar, wie wir Menschen zuhören, anstatt Verhalten abzutrainieren. Am Beispiel der Pferde. Und ich denke mal, dass Zuhören auf verschiedensten Ebenen wichtig ist, ob es jetzt in der Tiergesundheit ist oder in der Beziehung. Und ich bin jetzt ganz gespannt, ja, welchen Blickwinkel die Elke uns jetzt hier mitgibt. Weil ja, auch das ist ein für mich wesentlicher Kernaspekt einer harmonischen Mensch-Tier-Beziehung. Okay, ja, viel mehr will ich jetzt gar nicht sagen. Genießt sie selbst. Ja, hallo zusammen. Herzlichen Dank nochmal an dich, Kim, für die Möglichkeit und für das tolle Event, was du hier auf die Beine gestellt hast. Und ich will auch direkt schon loslegen. Und zwar mal ganz kurz zu meiner Geschichte, wie es dazu kam. Ich habe schon immer mit Tieren gehabt und später kamen halt auch die Pferde in mein Leben. Und irgendwann hatte ich halt auch eigene Pferde. Und muss sagen, also man geht ja. Sag ich mal, man lernt ja den Reitunterricht bei dem Reitlehrer und man kriegt ja viele Sachen so von außen, das muss so sein, das muss so sein. Und ich habe aber schon immer gemerkt, dass ich irgendwie einen besonderen Draht zu den Pferden habe, weil ich hatte schon Reitbeteiligung gehabt, wo die sich, sag ich mal, nur von mir aufsatteln ließen oder aus der Box holen ließen oder auch meine Pferde selber konnte manchmal nur ich von der Weide holen, jeder andere. Ist ein bisschen verzweifelt daran. Ja, und so hatte ich halt verschiedene Pferde in meinem Leben gehabt. Und das letzte Pferd, was ich jetzt noch habe, ist der Lennox. Und Lennox hat alles das, was ich bisher über Pferde wusste, was ich gelernt habe, in Frage gestellt. Obwohl mein Pferd, was ich davor hatte, war wirklich auch so mein Herzenspferd. Wir hatten eine ganz tolle Verbindung gehabt und Vertrauen pur. Das war so eine tolle, da habe ich meine Kinder sogar draufgesetzt und meine Tochter ist mit dem ausgeritten und all solche Sachen oder hat ihn von der Wiese geholt und sie konnte ihn auch holen und hat sich draufgesetzt und ist noch halb dann nach Hause. Naja, auf jeden Fall, er musste dann in Rente gehen und dann kam Lennox ins Leben und bei Lennox war alles anders. So, und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wieso klappt das nicht mehr, was vorher so easy war? Der war so, ja. Waren halt verschiedene Baustellen, also jetzt so für mich, er war also auch, ich habe den auch erst mit 11 bekommen, ne? Er hatte natürlich auch mit Sicherheit schon seine Vorgeschichte gehabt und gut, und dann, weil er halt, ich fand, immer einen sehr hohen, spannigen Muskeltonus hatte und dann bin ich halt auf die Messe und dann bin ich dann dem Physio-Riding-Coach begegnet. Da geht es halt darum, die Muskulatur und den Bewegungsapparat vom Pferd zu lernen. Und da habe ich gedacht, oh, das könnte dir vielleicht helfen. Besser den Lennox zu verstehen oder dem zu helfen mit seinen spannigen Muskulatur. Dann habe ich die Ausbildung gemacht zum Physio-Riding-Coach, habe die ganzen Muskulaturen kennengelernt, wie die mit dem Bewegungsapparat zusammenhängen. Und ja, und ich hatte halt auch einen Hund gehabt und irgendwie, wie es dann halt so ist, dann kamen noch so verschiedene andere Sachen dazu. Und so habe ich dann hinterher noch die Tierkommunikation gelernt, den Tierhaltercoach. Und habe halt verschiedene Sachen gelernt, im Prinzip durch den Lennox. Gut, die Tierkommunikation, die kam durch meinen Hund, aber das werde jetzt hier zu lange dauern, wenn ich das noch erzähle. Und ja, was ich euch sagen möchte, ist ganz einfach. Wie oft, oder ich frage euch jetzt mal, wie oft habt ihr ein Bauchgefühl, eine innere Stimme, die euch sagt, ich würde das jetzt gerne lieber so machen? Und, Moment, Kim sagt gerade, man hört mich nicht. So, ist jetzt besser? Könnt ihr mich besser hören? Der Ton ruckelt etwas.
Ich kann nicht, wenn ich das vielleicht in einem anderen Format drehe. Ich drehe euch mal gerade rum. Ich hoffe, das geht dann noch. Vielleicht hängt das dann, dann habt ihr mich zwar in einer anderen Sicht. Aber vielleicht ist das Mikrofon. Ist das jetzt besser? Jetzt geht's? Okay, gut. Dann seht ihr mich halt nur jetzt ein bisschen. Ja, ich kann es jetzt gerade nicht anders ändern. Müssen wir so lassen. Ja, genau. Also, genau. Wie oft habt ihr ein Bauchgefühl, wo ihr dann denkt, Mensch, das ist jetzt so oder so? Oder, und es wird dann gesagt, nein, das muss aber so sein und du musst das so machen. Und im Endeffekt stellt sich dann hinterher raus, dass euer Bauchgefühl richtig war. Ich will euch mal so ein paar Beispiele sagen oder auch Verhalten von Pferden, die oft mit irgendetwas abgetan werden. Wie oft hört man zum Beispiel, die Stute ist zickig. Ja, das ist ja vielleicht eine Zicke oder so. Und zwar in dem Stall, wo ich jetzt stehe, da stand der Lennox in eine mittlere Box und hatte rechts und links, also links hatte er einen Wallach, rechts hatte er eine Stute neben sich gehabt und die hat zu dem rüber gezickt, aber wirklich ohne Ende. Dann habe ich aber auch mal gehört, ach nee, die haben auch mal geschmust. Und da war schon immer meine Trainerin, die mit der ich Equikinetics gemacht habe, die sagte dann auch direkt, die Stute hat ein Magengeschwür. Ich habe schon immer gesagt, die hat bestimmt irgendwie was mit den Hormonen, Gebärmutter oder so, weil ich das schon mal in meinen früheren Zeiten schon mal gehört habe. Naja, es verging eine Zeit und dann kam dann die Besitzerin auch darauf, das Pferd, die Stute in eine andere Box zu stellen. Dann hieß es immer, ja, der mag deine nicht und was weiß ich und alles solche Sachen. Und dann hat sie doch mal gedacht, irgendwas stimmt mit meinem Pferd nicht und hat untersuchen lassen. Und es kam dabei raus, sie hatte ein Magengeschwür und was an der Gebärmutter, an der Eierstöcke. Ich glaube, die hat einen Eierstock rausgenommen bekommen. Die musste dann auch in die Klinik und so. Und siehe da, es ist jetzt ein ganz anderes Pferd. Ja, also die ist wieder viel entspannter, nicht mehr so zickig. Also ich will euch sagen, man muss wirklich mal, ich sag mal, Pferde zeigen Verhalten nicht irgendwie weil sie uns ärgern wollen oder aus sonstigen Sachen, sondern ein Verhalten hat immer eine Ursache. Wie oft sieht man auf Turnieren, also ich gehe schon gar nicht mehr gerne auf Turnieren, mir das angucken. Zum Beispiel Springturnier, das Pferd verweigert. Gerade so bei den Jüngeren, das war das letzte Mal, wo ich drauf war, auf einem Turnier. Da war dann auch so ein Springturnier für die jüngeren Reiter und dann war dann, ich glaube, ein Junge war das, der hatte dann so ein, ja, was war das, ein kleines Springpferd gehabt und das wollte nicht so und dann wurde dieses Springpferd vertrimmt, ne? Und man konnte das Pferd konnte oder wollte nicht springen, weil es Schmerzen hatte. Also das konnte man richtig. Ja, das ist ein Verhalten, das schrie quasi aus seinem ganzen Verhalten raus, ne? Aber da wird einfach nicht hingeschaut. Und das finde ich so schade, dass einfach Verhalten von Pferden immer abgetan wird und einfach nicht hingeguckt wird. Weil ich sage mir immer, jedes Verhalten von einem Tier hat einen Hintergrund. Sicher, es gibt auch traumatisierte Tiere, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, die dadurch ein Verhalten aufzeigen. Aber ganz viele Tiere, die halt auch Schmerzen haben und die können uns ja nur mit ihrem Verhalten uns aufmerksam machen. Und das ist einfach so eine Herzenssache, wo ich sage, guckt hin und hört hin und traut auf euer Bauchgefühl. Zum Beispiel meiner, der ist wirklich schwierig und der ist zum Beispiel das, was auch in dem einen Beitrag von der Kerstin Heindl gesagt wurde, Pferde nehmen Energien wahr. Und meiner ist so ein Kandidat, der ganz stark Energien wahrnimmt. Und der hat auch wirklich, der hat auch seine Baustellen, der hat auch Spat und der hat mit dem Kniegelenk. Und ich habe immer die Equikinetics gemacht, weil das heißt zum Muskelaufbau und zum Trainieren. Dann ist das gut und ich habe dann auch das alles gemacht, was die Trainerin macht. Und wie ist das, wenn so ein Trainer da ist? Man möchte ja auch dann gute Leistung zeigen und man möchte ja auch vorankommen. Und Lennox zeigt ihm aber immer auf der linken Hand, die mag er nicht. Und mein Bauchgefühl hat schon die ganze Zeit gesagt, der findet Equikinetics eh doof. Der will das gar nicht so wirklich, weil der hat da nie so, mal hat er mitgemacht, mal nicht. So, und dann haben wir das in der longierten Variante gearbeitet und dann dreht er, irgendwann hat er keinen Bock, und dann dreht er sich nach rechts weg.
Und ich wollte natürlich jetzt glänzen, da kam so ein bisschen mein innerer Ego hoch und habe gedacht, nein, wir gehen jetzt links rum. Das ist jetzt die Hand, die dran ist, ja. Und was war gewesen? Er hat sich rausgerissen und hat nach mir ausgekeilt. Er hat mich auch getroffen. Und da habe ich gedacht, du hast wieder nicht auf dein Bauchgefühl gehört und du hast wieder nicht hingehört. Du wolltest jetzt quasi da dich durchsetzen, weil du glänzen wolltest. Und ich hatte jetzt letztens nochmal mit ihm gearbeitet und dann habe ich ihn nochmal an der Longe genommen. Und ich weiß grundsätzlich, er mag Longieren eh nicht gerne. Und ich wollte mit ihm aber die ganze Bahn arbeiten. Und ja, und dann auf einmal kam wieder die Situation. Er drehte sich wieder nach rechts weg. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ein Zeichen, übertreibe es nicht. Dann habe ich ihn losgemacht. Ich habe mit ihm schon vorher viel Freiarbeit gemacht. Und dann, ich habe dann gar nichts gemacht, sondern ich habe ihn einfach abgemacht und bin dann über die, ich hatte Stangen hingelegt und bin dann über die Stangen einfach drüber gelaufen. Und siehe da, und der ist hinter mir hergelaufen. Ich von allen Seiten dann nochmal drüber gelaufen und der hatte dann riesen Spaß mit. Das ist, meiner ist ein Pferd, der ist nicht gerne angebunden, der möchte einfach frei sein. Und deswegen, man wird sicherlich dann auch, ich werde auch dann vielleicht belächeln und dann sagen, ich dachte, du musst dich da durchsetzen und du musst das so machen und du musst das so machen. Nein, ich habe meinen Weg mit meinem Pferd gefunden, in Harmonie zu sein, dass wir beide, dass er Spaß hat, ich Spaß dran habe. Und es ist so ein schönes Gefühl, wenn er das freiwillig mit dir macht und es ist dann einfach eine Harmonie, ja? Es ist einfach eine Herzensverbindung, die man dann mit seinem Tier hat, ohne Druck und ohne Zwang. Und das ist einfach das, was ich wirklich gerade den Pferdemenschen mitgeben möchte. Wenn ein Pferd ein Verhalten zeigt, hört hin, es hat meist eine Ursache. Sicherlich muss man auch eine Führung übernehmen. Man muss auch konsequent sein, das muss ich auch. Es gibt auch Situationen, wo ich sehr konsequent mit ihm bin, weil dadurch schenke ich ihm Vertrauen, weil er testet mich auch immer wieder und guckt, ach, kann ich jetzt das machen oder kann ich das machen? Und dann muss ich natürlich schon manchmal sagen, nee, wir machen das jetzt. Aber das ist dann alles, ich sag mal, im Prinzip, wie der Herdenchef es macht. Ja? Also man versucht in der Pferdesprache die Dinge zu machen. Und wenn man das erreicht hat und wirklich, sag ich mal, sein, man kennt ja irgendwann sein Tier und dann in dieser Herzensverbindung ist, dann wirst du immer das Richtige wissen, oder du wirst immer wissen, was das Richtige gerade zu tun ist. Und egal, was die anderen sagen, wie oft hört man, ach, der verarscht dich oder sonstige Sachen. Nee, tut er nicht. Also er ist sehr speziell und er ist nicht einfach, aber es gibt einfach auch andere Wege, nicht nur diesen einen. Und das ist einfach so, wo ich sage, schaut hin und hört auf euer Bauchgefühl, auf eure innere Stimme. Denn im Grunde wissen wir alle, was zu tun ist. Wir haben es nur verlernt, hinzuhören. Und es ist doch nichts Schöneres, als wie ein gegenseitiges Vertrauen zu haben und ein schönes Miteinander ohne Druck und ohne Zwang, und die Pferde folgen dir dann freiwillig. Das kommt dann alles. Und das ist einfach so, was ich sagen möchte, weil ich vieles schon erlebt habe und gesehen habe. Und wir haben ja auch in der Physio-Riding-Ausbildung Sportpferde massiert mit massivsten Verspannungen. Den haben wir die zu zwei Mann massiert. Wir haben die nachher in die Halle geschmissen und die haben sich gewälzt und sind rumgebuckelt, weil diese Verspannungen frei waren, wenn die endlich mal frei waren. Also da muskulär gibt es da ganz, ganz viele Defizite bei den Pferden. Ja, und wie gesagt, das ist an für sich das, was ich euch mitgeben will. Zeigt ein Pferd ein Verhalten, was vielleicht jetzt nicht normal ist oder was vielleicht manche schon als bösartig bezeichnen. Es hat eine Ursache. Es ist kein Pferd von Natur aus bösartig oder sonstiges. Es hat immer eine Ursache. Ja, und das ist das. Ich gucke jetzt mal gerade, was ich mir noch notiert habe. Im Grunde, das ist so, was mir so am Herzen liegt. Und ja, ich denke mal, es ist so im Grunde alles
gesagt, dass man einfach guckt, was hat das Pferd? Warum zeigt es mir jetzt gerade das? Ja, Kim, im Grunde bin ich schon fertig. Hallo, das war so schön. Also, ich war noch nicht bereit. Ich bin noch am Nachklingen. Vielen Dank für das Einbringen dieser wichtigen Botschaft. Ja, also ich hatte auch noch gerade ergänzt, was sich nicht gut anfühlt, ist auch nicht gut. Das passt auch richtig schön dazu. Den Spruch, den habe ich irgendwann auch ganz tief in mein Herz verinnerlicht. Und ne, was du so schön gesagt hast in deinen Worten, es gibt immer mehrere Wege und es darf eben der eigene Herzensweg sein, den man dann sucht. Und muss ja auch zum Tier passen, ne? Also man kann nicht mit jedem Tier gleich umgehen. Das ist so schön herausgekommen aus deinen Worten und ja, ganz viel Liebe spricht da aus dir und deswegen, ja, bin ich jetzt ganz beseelt und kann gar nicht viel nachdenken. Das muss ja auch gar nicht immer sein, weil fühlen ist mindestens genauso wichtig und ich hoffe, dass alle fühlen, was du fühlst und ja, was du uns auch fühlen lässt mit deinen Worten. Ja, danke fürs Dabeisein. Danke für alle, die so kommentiert haben und dabei waren. Elke wird sich das gleich bestimmt noch angucken und reagieren. Und genau, wenn noch nachträglich Kommentare kommen, sieht sie das ja auch. Also freuen wir uns sehr auf euer Mitwirken und oder über euer Mitwirken, was schon da ist. Und genau, Elke wollte jetzt eigentlich noch sagen, wie ihr sie findet, dann mache ich das jetzt für sie. Ihre Webseite ist Elke Barz, also barz.de. Da könnt ihr einfach mal gucken, was sie so macht gerade. Das ist dann auch immer zeitaktuell auf der Seite. Und dann könnt ihr einfach euch bei ihr melden, wenn ihr sie braucht. In jeder Hinsicht. Genau. Wir wünschen euch dann erstmal noch einen schönen restlichen Tag, restlichen Abend jetzt in diesem Fall, wenn man live dabei ist. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.